Herzlich willkommen bei Reiseexperte on Tour. Ich befinde mich zurzeit im Oman und möchte Ihnen nun die Highlights unserer Mietwagenrundreise zeigen und was diese so besonders macht. Wir haben eine Mietwagenrundreise über der Tour gebucht. Die Unterkünfte sind hier bereits vorab reserviert. Vor der Buchung können die aber beliebig geändert werden. Außerdem buchen wir unseren Mietwagen einen Geländewagen dazu. Vor Ort wird uns ein Handbuch passend zu unserer Reise und ein Navi bereitgestellt, welches bereits unsere Reiseroute und GPS-Koordinaten zu den Sehenswürdigkeiten und Hotels beinhaltet. So finden wir auch die entlegensten Orte. Neben Offroad-Erlebnissen über Berge und durch Schluchten erleben wir auch die kulturellen Höhepunkte. Ein Highlight für uns war der Besuch zum Fort Nizwa zum Sonnenuntergang. Unterwegs gibt es viel zu entdecken. Ziegen, die auf Bäume klettern, das Bewässerungssystem und kleine Wadis müssen durchquert werden. Im The View, einem spektakulären Berghotel am Fuße des Jebel Shams, verbringen wir 2 Nächte und genießen den Pool, das Essen und die Aussicht. Der Jebel Shams ist mit seinen 3075 Metern der höchste Gipfel im Oman. Wir sind sehr früh dran und der 1000 Meter tiefe Wadi Ghul ist noch wolkenverhangen. Wir verlassen die Berglandschaft und die Palmenoasen, lassen Luft aus unseren Reifen und fahren in die Wüste. Die Wahiba Sands verlangt uns einiges ab und obwohl wir Tiefsand erfahren sind, bleiben wir ein paar Mal stecken. Es ist aber auch möglich und auf jeden Fall empfehlenswert, ein Begleitfahrzeug zu buchen. Die Weite der Wüste ist beeindruckend und unser 1001-Nacht-Camp einmalig schön und ein lohnendes Erlebnis. Am nächsten Morgen heißt es schon wieder Abschied nehmen von der Wüste und wir waschen uns den Staub im Wadi Bani Khalid wieder ab. Ich hoffe, die Eindrücke von unserer Omanreise haben Ihnen gefallen. Bei Fragen rund um den Oman oder Reisemöglichkeiten und Buchungen bin ich gerne für Sie da. Ihre Jennifer Leitner von den Reiseexperten.